Die Corona-Pandemie, sie ist nicht vorbei. Darüber sind wir uns alle einig. Und wir merken es ja auch gegenwärtig. Jedenfalls die Inzidenzzahlen steigen, ganz unabhängig von den Entwicklungen in den Krankenhäusern. Und das ist ja keine gute Nachricht. Aber eine gute Nachricht ist, dass eben die Lage in den Krankenhäusern und Intensivstationen nicht so dramatisch sich entwickelt, wie das früher bei solch hohen Zahlen der Fall gewesen wäre. Wir erleben, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger mit dem Virus anstecken. Allerdings verläuft die Krankheit der gegenwärtigen Mutation, mit der wir es zu tun haben, für die allermeisten, insbesondere für diejenigen, die geimpft sind, nicht so kompliziert, wie das in den vergangenen beiden Jahren der Fall war. Nun treten wir auch in eine neue Phase der Pandemie ein, in der wir, wie fast alle unsere Nachbarländer, auf die meisten Schutzmaßnahmen verzichten werden. Das Infektionsschutzgesetz, das morgen im Bundestag und Bundesrat beschlossen werden soll, trägt dieser Entwicklung Rechnung. Es enthält einige Basismaßnahmen, etwa das Tragen von Schutzmasken in Bussen und Bahnen oder in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen. Und es enthält Vorkehrungen für den Fall, dass in einzelnen Regionen die Corona-Inzidenzen sehr hoch sind. Hey, thanks for watching Bloomberg Quick Take Now. Subscribe to our channel to see the biggest stories the moment they happen from around the world. And tune in to our 24/7 live stream for global news coverage, documentaries, interviews, deep dives, and shows on the stories that you care most about.